ins Café oder shoppen gehen oder zu Hause auf dem Sofa sitzen. Also ich würde einfach trotzdem rausgehen. Aber ich meine, es gibt genügend Museen. Schifffahrtsmuseum, Museumsberg mit unterschiedlichen Museen. Ja, höchstens, dass man da die ganzen Galerien abklappert, die wir hier haben. Also die Einkaufsgalerien. Oder durch die Stadt spazieren ist ja auch schön hier in der Fußgängerzone. Ne? Campus Badeland heißt das, glaube ich. Oder nahe bei hier in Glücksburg auch die Fördetherme. Also das sind ja vielleicht auch nochmal so Sachen, die man mit Kindern ganz gut machen kann, wenn das Wetter nicht so gut ist. Geh in die Phänomenta. Die Phänomenta ist immer super. Also dann würde ich gucken, ob man hier vielleicht eben eine gemütliche Kneipe findet, wo man sitzen kann. Oder ansonsten, ja, Kino wäre auch noch eine Möglichkeit. Zu Hause sonst einfach aus dem Fenster gucken und abwarten. Viel bleibt ja momentan nicht über. Vielleicht in die Rote Straße, da gibt es ganz tolle Boutiquen und so, falls das Wetter schlecht ist, da mal gucken. Oder in die Phänomenta hier in Flensburg, die ist ja Richtung Nordertor. Ja. Oder das Werftmuseum ist auch richtig toll und die haben auch ein ganz schönes Café. Mein Tipp ist zu Hause bleiben, Couch und pennen. Was ich auch empfehlen kann, ist das Glücksburger Schloss, das ist auch ganz schön, da gibt es auch Museumsführungen. Zum einen der Flensblock. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist die Boulderhalle hier in Flensburg. Und genau, da lässt sich's gut aushalten. Kaffee trinken, essen oder auch Sport machen. Bei schlechtem Wetter auf jeden Fall wetterfeste Kleidung anziehen und rausgehen. Das ist das Beste, was hilft. Und danach einen schönen heißen Kaffee oder Tee, ein bisschen Schokolade, ein schönes Buch. Dann kann das schlechte Wetter einem auch nichts anhaben.